Willkommen und hallo zum Stadtgespräch Böblingen hier aus unserem Studio Motorworld. Er ist aus Böblingen, 36 Jahre alt und seit Mitte Mai Bürgermeister der 9200 Zählengemeinde Ehningen. Herzlich willkommen, Lukas Rosengrün. Ja, schön, dass ich da sein darf. Hat mich gefreut auf heute. Herr Rosengrün, Sie sind Mitte Mai, Anfang März gewählt worden, mit vielen Glückwünschen noch im Rathaus, ein vollbesetztes Rathaus. Ihr erster Antrittstag war der 10. Mai, mitten im Lockdown. Wie haben Sie sich gefühlt, sind Sie ins leere Rathaus gekommen? Haben Sie das übliche Begrüßungskomitee vermisst? Ja, vielleicht war das Begrüßungskomitee nicht ganz so gut. Meine Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, die haben auch zeitweise, wie es halt geht, in der öffentlichen Verwaltung von zu Hause gearbeitet. Da hat man auch Mittel und Wege gefunden, gab es eine steile Lernkurve. Als ich angefangen habe, waren fast alle wieder da, bis auf manche, die auch heute noch nicht da sind, aus der Risikogruppe. Aber durch Plexiglasscheiben, andere Büroaufteilungen, auch bei Teilzeitkräften vormittags, nachmittags Büro-Sharing sozusagen, haben wir da ganz gute Lösungen auch gefunden. Hat mein Vorgänger auch ganz gute Lösungen schon gefunden, so dass man im Vergleich, sage ich mal, zum Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe oder auch zu ähnlichen Unternehmen, Großunternehmen wie der IBM, der Arbeitsalltag im Rathaus relativ normal ist, bis auf, dass man für größere Besprechungen eben in den Ratssaal ausweicht und wir eben nur noch bei mir im Büro bis zu 3 oder 4 Leuten dann sitzen können. Aber sonst merkt man heute gar nicht mehr so viel in unserem täglichen Betrieb davon. Das ist ja wunderbar zu hören in heutigen Zeiten. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen alle Ihre Kollegen und Mitarbeiter mittlerweile kennengelernt sozusagen. Ja? Ich habe alle kennengelernt. Ich habe mir auch sehr, sehr bewusst da die Zeit genommen, mit allen ein Gespräch zu führen. Vielleicht meine, ja, ich konnte ja keine klassische Antrittsrede halten, das würde man ja machen, würde die neuen Kolleginnen und Kollegen zusammenrufen, ein paar Worte sagen, natürlich als Bürgermeister, vielleicht auf der Treppe oben im Rathaus. Das ging natürlich nicht. Ich habe dann aber mit meiner Hauptamtsleiterin zusammen, haben wir ein Video gemacht und habe dann sozusagen meine Begrüßungsansprache online gehalten, beziehungsweise wir haben es dann abgespeichert, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rausgeschickt. Und so hat dann jeder auch einen persönlichen Eindruck von mir bekommen. Und im Nachgang habe ich dann natürlich auch in der ersten Zeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus auch ein persönliches Gespräch geführt, habe dann so auch alle kennengelernt und alle hatten auch die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Ja, und jetzt ist es auch wie eine große Familie. Wunderbar. Und die 100 Tage sind mittlerweile auch rum. Sie sind vorher beschäftigt gewesen in der Industrie beim Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW, eine Tochter der EnBW. Können Sie denn sagen, dass viele Dinge oder eher wenige Arbeitsschritte, die Sie heute machen, schon bekannt sind? Also gleicht sich das eine oder andere tatsächlich aus dem Bereich, aus dem Sie kommen, mit Ihrem heutigen Job als Chef der Gemeindeverwaltung? Es gibt natürlich Ähnlichkeiten und es gibt Sachen, die sich überhaupt nicht ähneln. Erstmal, wenn man so einen Großkonzern hat wie die EnBW. Das ist gar nicht so unähnlich. Eine Verwaltung war ja auch mal ein staatliches Unternehmen. Und von dem her kann man gar nicht sagen, wie viele Leute sagen, ja, in der freien Wirtschaft und in der Verwaltung. Da gibt es durchaus auch Parallelen, auch zu kleineren Unternehmen. Auch eine Verwaltung hat eine Personalabteilung im Hauptamt und so weiter. Ich bin ja als Projektleiter fürs Thema Kommunikation in Höchstspannungsprojekten verantwortlich gewesen. Ein großes Projekt, wo wir 32 betroffene Gemeinden, vier Landkreise, 2 Regierungspräsidien hatten und war in dem Projekt sozusagen die Speerspitze, alle Ansprechpartner für die Bürgermeister, für die Kommunalpolitik, für die Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinitiativen, Verbände. Das war mir schon auch, sind natürlich verschiedene Interessen und auch verschiedene Konflikte, die es zu erkennen und auch zu lösen gilt, bevor sie auftreten. Das ist eine ganz, ganz große, Parallele zu meinem Job als Bürgermeister. Ich würde sogar sagen, das ist
eine der Hauptaufgaben eines Bürgermeisters einen viel größeren Anteil als die Verwaltungstätigkeiten, die ich tatsächlich als Bürgermeister mache. Ich habe 45 Verwaltungsspezialisten im Rathaus. Da macht einer mehr oder weniger auch nicht den großen Unterschied, habe ich mal im Wahlkampf gesagt. Was auch natürlich eine große Herausforderung ist, ja, als Projektleiter bin ich natürlich fachlich verantwortlich für Mitarbeiter, die Arbeitspakete auch zu erledigen haben. Aber bin keine Führungskraft und habe disziplinarische Verantwortung. Und jetzt bin ich auf einmal Führungskraft von knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist auch mit als Bürgermeister tatsächlich eine der größten Aufgaben, die es auch auszufüllen gilt. Ja? Mhm. Und dann hat man natürlich noch den repräsentativen Anteil. Ich würde fast sagen, aber das Thema Verwaltung an sich, es geht ja sehr oft in den Wahlkämpfen um Verwaltungserfahrung. Ja. Ja, hat denn Verwaltungserfahrung? Das Thema Verwaltung ist der kleinste Teil meines Berufes, auch wenn ich Leiter einer Verwaltung bin. Aber Herausforderungen warten durchaus auf Sie, die teilweise neu kommen, teilweise aber auch vielleicht schon belebt sind und dies gilt jetzt wieder aufzugreifen. Sie planen ein Gemeindeentwicklungskonzept. Was stellen Sie darunter für Themen? Das sind ganz, ganz viele Themen. Nehmen Sie doch ein, zwei erstmal, der wichtigsten. Ja, bitte. Also es gibt ein Gemeindeentwicklungskonzept, das ist schon sehr, sehr lang her und das sollte man auch in der Gemeinde ab und zu mal fortschreiben und auch mal 10, 20 Jahre in die Zukunft blicken und müssen wir uns überlegen, was müssen wir denn heute tun, dass wir in den 10, 20 Jahren auch da sind, wo wir sein wollen. Und gerade bei solchen großen Projekten in der Verwaltung, die auch Investitionen bedeuten, ist es sehr, sehr wichtig, sich die Gedanken zu machen. Und wir haben natürlich auch nur, gerade jetzt sowieso, begrenzte finanzielle Mittel. Und auch diese Projekte, die anstehen, sind Pflichtaufgaben, sind Küraufgaben, die in eine entsprechende Reihung zu bringen, wie wir sie auch abarbeiten können. Und dann auch natürlich eine entsprechende finanzielle Planung zu haben. Und wir müssen uns auf viele Sachen einstellen, gerade das Thema IBM. Das Labor zieht von Böblingen nach Ehningen. IBM baut ja gerade neu. Da kriegen wir über 2000 neue Mitarbeiter. Die müssen wir ja auch, die ziehen natürlich nicht alle nach Ehningen. Ja, aber wenn 2000 neue Arbeitsplätze entstehen und es wird eine Nachnutzung irgendwann geben von den anderen Gebäuden, da ist natürlich eine viel größere Anzahl an Menschen auch in Ehningen. Da müssen wir uns auch drauf einrichten. Einige von denen wollen sicherlich auch in Ehningen irgendwann leben. Ja, das gibt einen unheimlichen Druck auf den Wohnungsmarkt. Wenn mehr Leute zuziehen, dann sind es oft junge Fachkräfte auch, die Familien gründen. Das hat alles Auswirkungen auf die Gemeinde. Und all diese Themen werden da auch beleuchtet werden. Und da geht es um solche Themen, da geht es auch um das Thema Radverkehr. Da geht es auch um das Thema Ortskernentwicklung. Ja, die Ortskerne sterben immer langsam, immer mehr Einzelhandel geht raus. Sowas betrachten wir da alles. Es ist ein sehr gesamtheitliches Konzept, wo viele Themen reinfließen. Und das finde ich ganz arg wichtig, dass wir auch für die nächsten 8 Jahre, vielleicht sogar für die nächsten 16 Jahre auch schaffen können. Okay, Sie schaffen damit im Grunde genommen Chancen. Herr Rosengrün, wir sprechen nach einer kurzen Pause weiter. Liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns. Wir sind gleich wieder zurück. Regio TV. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen hier aus der Motorworld und willkommen auch zurück mit Lukas Rosengrün. Er ist der neue Bürgermeister in Ehningen. Rosengrün, Sie haben ja auch von Ihrem Vorgänger Klaus Unger das eine oder andere Thema wahrscheinlich beerbt, das Sie auch im Wahlkampf nochmal stark gemacht haben. Wie laufen die Themen bei Ihnen schon durch? Wie weit sind Sie mit dem einen oder anderen kurz zusammengefasst? Ja, da gab es ja drei sehr präsente Themen, die auch im Wahlkampf sehr präsent waren. Das war zum einen das Thema Rettungszentrum. Wir planen ein
neues großes Rettungszentrum zusammen mit Feuerwehr DAK und Johannitern an einem Standort in Ehningen. Das zweite Thema ist das Thema Hochwasserschutz, Hochwasserrückhaltebecken im Maurener Tal. Und das dritte Thema ist das Gewerbegebiet Leinenthal-Maden. Und das sind natürlich drei Themen, die gab es einen nahtlosen Übergang, wo auch gleich auf der Agenda standen in der ersten Amtsleitersitzung, wo wir weitergearbeitet haben. Und ich denke, gerade beim Hochwasserschutz, da haben wir jetzt einen Meilenstein erreicht. Da gab es noch Verhandlungen mit verbliebenen Grundstückseigentümern, wo es ein bisschen gestockt hat, wo es nicht vorangegangen ist. Teilweise haben wir da Erfolg gehabt, teilweise auch keinen Erfolg. Aber wir gehen jetzt eben da die nächsten Schritte. Das Landratsamt bzw. der Wasserverband Würm geht da jetzt die nächsten Schritte. Da hatten wir gerade vorgestern auch ein hartes Datum, eine harte Frist. Und da geht es jetzt weiter beim Rettungszentrum. Das ist in der Planung bisschen zu teuer für unseren Geldbeutel in Ehningen geworden. Und da sind wir gerade dran, mit allen Beteiligten zu sprechen und schauen, wo können wir Anpassungen machen, dass es uns finanziell ein bisschen weniger belastet, weil es bringt ja nichts, sage ich mal, wenn wir Luftschlösser bauen, die wir nachher nicht umsetzen können. Und das dritte ist das Thema Gewerbegebiet Leimenthal-Maden, wo natürlich auch unsere örtlichen Handwerksgebiete drauf drängen. Wir haben nicht nur die große IBM, sondern wir haben auch örtliche Handwerksbetriebe, die expandieren, die mehr Platz brauchen. Und auch da wurde mir oft nachgesagt, im Wahlkampf und auch nach dem Wahlkampf, das mit dem Rosengrün, der will das ja canceln. Da habe ich aber auch schon immer ganz klar gesagt, also die Gemeinde hat dafür einen siebenstelligen Betrag Flächen gekauft, das wäre ein hoher Schaden. Und natürlich gehen die Planungen weiter, wir arbeiten daran. So eine Planung, Erschließung von Gewerbegebieten, das dauert einfach seine Zeit. Aber wir arbeiten da wirklich auch mit Hochdruck dran. Auch nochmal Botschaft an unsere Gewerbetreibenden in Ehningen. Das fällt nicht unter den Tisch. Wir schaffen da dran und auch da geht es weiter. Und mit mir stocken da auch nicht die Planungen. Da braucht sich keiner, der da Interesse hatte an einem Gewerbeplatz, Sorgen machen, dass es mit Rosengrün da nicht weitergeht. Das ist doch, denke ich, nicht bloß für die Ehninger Handwerker ein gutes Abschlussstichwort, sondern für viele andere. Herzlichen Dank für die Gesprächsrunde. Ihnen toi 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 alles Gute für die nächste Zeit, Herr Rosengrün. Und Ihnen, lieber Zuschauer, besten Dank fürs Reinschauen. Wir wünschen einen schönen weiteren Abend bei uns im Programm. Vielen Dank.